München ist wieder zurück zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Heute habe ich was richtig Cooles und Spannendes für euch vorbereitet. Und zwar werden wir heute blind auf H&M Sachen bestellen. Ich werde, wie man sieht, nicht blind sein, aber mein Freund hinter der Kamera, er wird mir Zahlen, Orte, Sachen ansagen, wo ich draufklicken soll, die er natürlich nicht sieht. Und ich werde dieses Produkt dann einfach bestellen, ob es mir gefällt oder nicht. Ich werde es in die Einkaufstasche packen und am Ende dieses Videos auch bestellen. Und das Coole, was ich mir gedacht habe, wenn dieser Einkauf dann bei mir hier zu Hause ankommt, werde ich ein zweites Video davon drehen. Mit den Klamotten, die ich bestelle, werde ich dann quasi Outfits zusammenstellen, so dass es einigermaßen oder vielleicht auch perfekt gut aussieht. Ich bin super, super aufgeregt, weil ich absolut nicht weiß, was hierbei rauskommen wird. Hoffe, dass wir einige Sachen dabei haben, die super schön aussehen. Aber auch wenn etwas dabei ist, was mir nicht so gut gefällt, werde ich im zweiten Video das Beste geben. Und ja, wenn euch die Videoidee gefällt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und auch wenn ihr Lust auf das zweite Video habt, schreibt es mir gerne rein. Lasst mir auch gerne einen Daumen nach oben da und dann fangen wir auch schon an. Ich blende euch jetzt, ich rutsche mal, glaube ich, ein Stück nach links. Damit man ja, du rutschst am besten nach rechts, bitte. Also hier? Oder? Nach, für dich nach links, ja. Ja, genau. So. Weiter noch, weiter noch. Sekunde. Ich habe ein... So? Noch ein Stück, so ein bisschen noch. Noch ein Stück? So. So. Filmst du mich jetzt noch? Ja, ja, ich will nicht. Okay, ich habe jetzt hier meinen Laptop vor mir. Ihr werdet jetzt hier meine Bildschirmaufnahme übertragen bekommen. Wie ihr jetzt hier sehen könnt, gibt es hier Damen, Herren. Und am Anfang habe ich mir gedacht, dass wir zwischen diesen ganzen Sachen auswählen können. Aber dann dachte ich mir, es ist ein bisschen schwierig, ein Outfit zu kombinieren, wenn ich gleich in der Kategorie H&M Home bin. Deswegen haben wir uns auf die Kategorie Damen beschränkt. Und wie das jetzt aussieht, weiß mein Freund absolut nicht. In der Kategorie Damen gibt es ja jetzt 4 Spalten, deswegen musst du jetzt eine Zahl zwischen 1 und 4 sagen, damit ich erstmal die Spaltenreihe weiß. Dann nehme ich die 3. Okay. Ups, so. Und jetzt nenn mir eine Zahl zwischen 1 und 22. Dann nehme ich die 15, weil das unsere okay. Zahl ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, es waren gar nicht 22, ich habe etwas doppelt gezählt, aber ich drücke trotzdem drauf. Und jetzt musst du noch eine Zahl, irgendeine Zahl sagen wegen dem Artikel. Ach so, welches Produkt dann genau? Dann nehme ich die 7. 1, 2, 3, 4. Super, Internet lädt nicht. 5, 6, 7. Und was ist es? Oh Gott, das ist hässlich. Was ist es? Darfst du es jetzt schon sehen? Nee, dann, nee. Zeig okay, mir am Ende den Warenkorb, also, dann reacte ich nochmal so auf den Warenkorb. Okay, also es ist jetzt nicht absolut hässlich, ich glaube, dass man was Cooles draus kombinieren kann, aber für den Preis und so wie es aussieht, würde ich es mir jetzt in welcher Abteilung sind wir? Oder in welcher Kategorie? Pullover. Okay. Ja, aber, na gut, ich bestelle es jetzt einfach, ich bestelle es in L, damit es vielleicht wie ein Kleid ist. Dann kann man es, glaube ich, cool kombinieren. Es gibt verschiedene Farben. Darf ich mir die Farbe, eine Farbe? Du darfst hier gar nichts aussuchen. Wie viele Farben gibt's? 2. Okay. Sag einfach 1 oder 2. Du weißt ja nicht, welche Farbe was ist. Okay, dann nehme ich 2. Manu. Oh, schade. 1 wäre echt schön gewesen. Okay, gut. Dann nehmen wir jetzt das in L in die Einkaufstasche. So, jetzt gehe ich wieder nach ganz vorne. Okay, Spalte 1, 2, 3 oder 4? 1. Mhm. Und eine Zahl? 11. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cool. Okay. Und jetzt ein Produkt. Also welche Zahl? Das ist voll aufregend. 20. 20, okay. 18, 19. Oh Mann. Wenn ich schon dein Gesicht sehe, ne? Hä, ist das nicht das... Oh, das ist gar nicht mein Ding. Sowas ist voll nicht mein Typ. Aber gut, es gibt wieder 2 Farben. Farbe 1 oder Farbe 2? 1. Ich habe das falsche ausgesucht. Du hast es nicht drauf, Schatz. Ja, nee, meine Aufgabe ist doch, dass die Ausgangslage für dich so schwierig wie möglich zu machen. Ja, das stimmt. Wie viele Sachen darf ich mir denn bestellen? Ja, dann, also ich hoffe, dass das Video nicht zu teuer wird. Deswegen. Also es sind jetzt 2 Artikel. Bei was liegen wir preislich? Und preislich liegen wir jetzt schon bei 64,67 €. Ich würde sagen 10 Artikel, oder? 2 Outfits. Ja, 10 Artikel. 10 Artikel. Kommt drauf an. Aber 2 Sachen und jetzt schon bei 65 €. Ja. Okay, okay, okay. So,
Los, Spalte 1, 2, 3 oder 4. Entscheiden Sie, wo das Licht angeht. Nehme ich jetzt die 2. Okay. Eine. Oh, und dann die 1. Cool. Okay. Mhm. Produkt. Warum scrollt das immer automatisch so weit runter? Okay. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Leute, das kann. Ich hoffe, dass es verschiedene Farben gibt. Ja, okay. So, Schatz, jetzt tu was Gutes für deine Frau. Ja. Okay, Farbe 1, 2 oder 3? 3. Oh. Gut. Okay, 1 wäre auch in Ordnung gewesen, 3 auch, aber 2 ist absolut überhaupt nicht meine Farbe. Mhm. So. Es ist ein Blazer. Wow. Okay. Aber ich weiß absolut nicht, welche Größe. 38 geringer Bestand, 36 auch. Nimm 38. Nimm 38, ja. Damit der lockerer sitzt. Damit der lockerer ist. In die Eckflasche. Das wird cool. Da, ich habe jetzt schon eine Idee. Okay, Spalte 1, 2, 3 oder 4? 4. Artikelreihe, also 6. Mhm, 1, 2, 3, 4, 5. Mhm. Und jetzt würde ich gern, dass du noch teuerste zuerst sortierst. Nee. Doch. Oh, Moment, das geht hier gar nicht. Doch, das geht bestimmt. So. Sortieren nach oder so heißt das meistens. Mhm. Aber es wird hier nicht angezeigt. Dann machen wir es gleich in einer anderen Kategorie. Oh, die ist ja mal sowas von schön, Leute. Okay, Entschuldigung. Mhm. Die 5. Kannst du nicht 4 sagen? Nein, 5. Leute! Oh mein Gott. Oh, das wäre noch schlimmer. Ich werde es ja am Ende des Videos sehen gleich, wenn ich auf die Waren. Nein. Was ist? Okay. Ja, in der anderen Farbe ist es noch absolut viel schrecklicher. Okay, wie viel Farbe? Farbe 1 oder Farbe 2? Ich nehme Farbe 1! Da habe ich das Schlimmere genommen? Oh Gott, es tut mir so leid. Du bist es, was du gerade ausgewählt hast. Das ist das schrecklichste Produkt, was ich jemals auf meinem Leben gesehen habe. Was kostet das? 40 Euro. Was? Ach du Jemine. Ich will sie unbedingt zeigen. Ich zeig dir nachher, welches es ist. Ja, ich werde die Warentasche, wie heißt das? Die Einkaufstasche am Ende des Videos ja sowieso sehen. Genau. Also wirklich, an die Leute da draußen, die das vielleicht schön finden und tragen, tragt es wirklich gerne. Aber jeder Geschmack ist ja anders und ich finde es absolut scheußlich. Okay, Spalte 1, 2, 3 oder 4? 2. Mhm, ist gut. Ja. 6. Yay. Cool. Okay. Dann nehme ich die 35. Oh! Okay, 1, 2, extra, damit du ganz weit runter scrollen musst. 8, 10, 11, 34, ne? Ja. 32. Diese pure Begeisterung. Kann ich mal so einen Knüller kommen? Farbe? Ja, gibt's nur eine Farbe. Okay. Okay. Jetzt würde ich gerne, dass du mal in die Kategorie Sale gehst. In die Kategorie. Ja, cool. Ja. Das ist Schnüppchenjäger heute. Auch zu Damen, ne? Natürlich. Ja, natürlich. Und da würde ich gerne, dass du einfach das 5. Produkt nimmst. Also geht jetzt einfach auf Sale, alles anzeigen, ja. Das 5. Produkt? Ja. Oh, das ist so aufregend. Das müssen wir mit dir unbedingt auch mal machen. 1, 2, 3, 4. Way! Das ist cool. Das ist cool. Hoffe ich zumindest. Okay, Farbe 1 oder 2? 1. Yay! Cool! Das sieht, glaube ich, richtig schick aus. Richtig schick. Von 40 Euro auf 25 reduziert. Siehst du, Schnapper. Das Schnäppchen ist. Das Schnäppchen nehmen wir mit. Na, ist ausverkauft. Hä? Das kann doch jetzt nicht sein. Wie ausverkauft? Warum wird es denn dann angezeigt? Also, es ist ein Trenchcoat. Ja. Also so. Ja, ne? Weiß ich, was das ist. Gibt's halt in 36. Ja, nein. Aber ich mag es halt lieber eigentlich lockerer. Nimm in der 36. anderen Farbe gibt's in 38. Egal, nehme ich in 36. Ja. In die Einkaufstasche. Das erste Produkt, was gut ist. Das okay, dann gehst das du jetzt bitte Sache kombinieren. Bei Damen auf alles anzeigen. Damen alles anzeigen, ja. Und nimmst das 1000. Produkt. Nein, war nur ein Scherz. Das. Das 10. Produkt. Wie würde ich denn hier sitzen? Ja, deswegen. Noch 74. Das 10. Produkt. Das 10. Es scrollt automatisch immer runter. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ich muss jetzt mal ganz kurz an der Stelle stoppen und echt sagen, H&M hat echt momentan keine schöne Auswahl. Also, was ist denn das? Übrigens, ganz kurz eine Nebenanmerkung. Das Video ist nicht unterstützt von H&M. Das, was wir hier gleich kaufen, bezahlen wir alles selber. Also, das ist keine Kooperation oder sonstiges. Alles aus eigener Tasche. Ah! Oh! 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 In einer anderen Farbe ist es ein ganz anderes Kleid. Oh, interessant. Es ist ein Kleid. Okay, Farbe 1, 2, 3 oder 4. Oh Gott, die Qual der Wahl fällt auf die 4. Die 3 wäre so schön gewesen. Ja, es tut mir leid. Die 3 ist ein Traum. Ein Träumchen. Hast du einen Joker? Nein, ne? Hab ich einen Joker? Hast du einen Joker? Leute, hat sie einen Joker? Hab ich das? Was ist ein Joker? Ja, du hast einen Joker, nimm die 3. Oh, und soll ich jetzt dafür verwenden? Ja, wenn du willst. Ist es dir das Produkt wert? Meinst du, das kannst du gut kombinieren? Ach, Moment, ich muss es mir ganz genau angucken. Wenn ich jetzt... Wenn ich ihn nicht nehme, habe ich aber den Joker fürs Rest des Spiels nach. Ja. Oh, das ist eine gute... Ich bewahre den Joker auf. Okay. Ich nehme das. So schlimm ist es gar nicht. Ich nehme das in Größe 38. Geringer Bestand. Sehr gut. Okay, ich hab Joker, das macht es so viel spannender. Okay. Okay, wieder die Damenabteilung. Ja. Spalte 3, Produkt 17. Ja, also Spalte 3. Ah, nee, ja, Spalte, so ja. Spalte 3, Unterkategorie 17, Produkt. Ich glaube, so viel gibt nicht. Okay. 17. Siehste? Okay. Ja. Und dann Produkt 17. Mega coole Kategorie, was ist das? Ja. Ja. Habe ich nicht viel zu sagen. Ja, Farbe 1, 2 oder 3? 2. Oh, die Farbe ist ein Träumchen, meine Freunde. Die Farbe ist ein Träumchen. Okay, nehme ich in 36. Okay. Jetzt gehst du bitte auf Damen, ja. Alle Artikel. Ja, das war gut. Und sortierst nach teuerstes zuerst. Aha. Oh, no. Sortieren nach höchster Preis. Ja, zuerst. Oh, niemals. Ach, Moment, okay, Entschuldigung, ich bin nicht ganz, ganz oben gewesen. Das konnte man. Okay, wie teuer ist das erste Produkt? 350 Euro. Okay. Wie teuer ist das zehnte Produkt? 250 Euro für eine Lederhose. Das ist doch nicht deren Ernst. Okay, dann gehst du bitte mal. Sortier mal neu nach ja. Günstigstes zuerst. Ach, das gefällt mir gut. Das ist keine Klamotte. Was ist das? Das sind feuchte Kosmetiktüten. Okay, dann nimmst du den günstigsten Preis und da das erste Produkt, was zur Klamottenabteilung gehört. Okay, Haarreifen und Ohrringe zählt jetzt nein. Auch nicht. Ein Viererpack Strümpfe. Gut, das nimmst du. Aber das sind so durchsichtige Strümpfe. Das nimmst du. Voll hässlich. Okay, Farbe 1 oder Farbe 2? 2. Jetzt habe ich nur noch einen. Das hast du extra gemacht wegen meinem Joker. Ja. Oh Mann. So. Jetzt wechselst du bitte wieder auf teuerstes zuerst. Nein. Doch. Dann nehme ich meinen Joker. Und jetzt nimmst du bitte das 21. Produkt. Es wird immer noch über 100 Euro kosten, ich sag's euch. 22? 21. 179 Euro. Und egal was das kostet, das nimmst du. 179 Euro, aber ich habe einen Joker. Der Joker ist hier nicht anwendbar. Du hast ihn leider verloren. Du Lügner! Ich kaufe nicht so ein hässliches Oma-Kleid für 180 Euro. Das nimmst du. Das ich musst sag, du kombinieren. Ich nehm einen Joker. Den Joker habe ich eingefügt und ich kann ihn dir auch wieder wegnehmen. Du musst das jetzt bestellen. Wähl deine Größe aus. Ah, ist nicht mehr verfügbar. Dann nimm eine Größe drüber. Das sind alles nicht mehr verfügbar. Welche Größen sind denn noch verfügbar? Keine. Alles ausverkauft. Dann nimm das 22. Ich kann dich nicht anlügen, es ist nicht ausverkauft. Dann nimm deine Größe. Wähle deine Mann. Größe. Ah. Ja, fertig. 180 Euro Kleid. Sehr gut. So, jetzt. Was zahlst du? Jetzt muss ich eigentlich auf den Waren, auf die Einkaufstasche reagieren, oder? Also erstmal Applaus dafür.
Aber wir haben 15 Euro Rabatt bekommen, weil ich hier eins Teil im Sale gekauft habe. Wow! Geil! Was kriege ich jetzt dafür? Das weiß ich noch nicht. Dafür darf ich das hässliche Kleid rausschmeißen. Nein. Nein. Schade. Auf keinen Fall. Aber ist schon viel Geld, ne? Für das ist viel Geld. Für, ja. das, für 10 Artikel 430 Euro. Wenn du jetzt siehst, was das hier ist. Okay, dann lass mich jetzt mal reagieren. So, wir machen, setz dich mal wieder in die Mitte, wir machen mal die Kamera wieder richtig. Okay. Ich bin schon mal einen dicken, dicken Trommelwirbel und einen hässlichen Applaus für meinen Freund, der mir total hässliche Sachen ausgesucht hat. Hallo. Also, ich habe jetzt, du siehst schon das erste Produkt, yeah. Ich habe rausgesucht, damit du immer nur die ersten Sachen siehst. Aber du musst überlegen, das ist die... ist das erste Produkt gewesen, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, wie hässlich, das finde ich im Nachhinein wunderschön. Das ist wunderschön. Okay, ja, mach weiter. Überlege für 30 Euro, okay? Ja. Das ist Nummer 2. Kann man noch was... so Stricksachen. Ja, aber kann man noch was Cooles draus machen, wirklich? Ja, ja, okay. So. Produkt Nummer 3 und weiter bitte. Ist es ein Black, kann man halt nicht. Und der in Schwarz wäre halt cool gewesen, hätte man cool kombinieren können. Das stimmt, können, ja, ne? Aber, ja. Ach du. Eine Fox-Fuhrjacke. Was ist das überhaupt? Fox. Kennst du das nicht? Oh, das wird so ein lustiges Outfit. Nein, hier. Das ist doch so... Oh, schade, tolle Tracht wie Fox-Fuhr. Nee, kenn ich nicht. Ich aber ernsthaft, das wird so ein lustiges Video. Da will ich dich dran sehen auf jeden Fall. Hässlich. Oh, das ist ein gutes Video. Auf jeden Fall für 40 Euro. Diese erste Jacke. Weißt du, was daneben war? Eine wunderschöne... Das waren Nathalie-Jacken. Eine wunderschöne... rosane, nudefarbene Winterjacke. Die sah so toll aus. Die habe ich unbedingt haben wollen. Es tut mir sehr leid, Schatz. Mach schnell weiter, ich will mir das Elend nicht angucken. Ja, die sind cool. Die sind cool? Klar. Die sind total hässlich, die sind voll spitz. Egal, die okay. Nehmen wir auf jeden Fall. Das ist der Trenchcoat. Den finde ich echt cool. Der ist cool. Der ist cool. Ja, der ist cool, der gefällt mir. Vor allem, so, wir haben so richtig so, wir haben so Pullover, wir haben Mäntel, wir haben Schuhe. Richtig cool, ja. Kleid mit Volant. Volantärmeln, okay. Man weiß nicht, das was Smiley das genau ist drauf. Bedeutet. Vor allem frage ich mich, bei so vielen Produkten steht geringer Bestand. Ja, weil die will ja jeder haben, oder Leute? Schreibt mal in die Kommentare, das Kleid, das wollt ihr doch auch haben, oder? Vielleicht kann man es mit dem Gürtel retten. Wir werden sehen, wir werden sehen. Ja, die Santin-Bluse mit V sieht aus wie von Oma. Nicht mal Oma. Das sieht, also... Es ist nichts Schönes dabei. Nichts Schönes. Es tut mir so leid. Oh mein Gott. Socken, was soll ich für 20? Matten Socken. Es ist Winter. Ich trage nur dicke Wolle. Ich habe mein Bestes gegeben. Okay, dieser Trenchcoat, der ist schön. Jetzt kommt das gemusterte Seidenkleid, ne? Ach, für 180 Euro. Welcher Mensch auf dieser Welt gibt dafür 180 Euro aus? Ich weiß es nicht. Seien wir doch mal ehrlich. Vor allem, was ist das denn? Ich kenne das ja, dass Kleider vorne kürzer sind als hinten. Hinten ist es dann länger. Aber was zum Kuckuck ist das, Leute? So und dann, als hätte man vergessen, da was abzuschneiden. Ich weiß es nicht. Ja, Schatz. Ich muss sagen, das ist eine sehr schöne Einkaufstasche. Hast du dir gute Produkte zusammengesucht? Ja, Gott sei Dank ist das nicht mein Video und mein Geld, deswegen bin ich jetzt raus. Tschüss. Oh Mann. So, meine Lieben, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr euch auf das Video freut, wo ich die Sachen dann aufpacke und hoffentlich versuche, gut zu kombinieren. Aber ich finde, man muss die Sachen auch positiv sehen, weil klar, 432 Euro für nicht so schöne Produkte. Aber, meine Damen und Herren da draußen, wir haben sage und schreibe 15 Euro Rabatt bekommen. Das muss man mit einbeziehen. Also, oder? Ja. Also, da kann man nichts sagen. 3 für 2? Guck mal, bei den Socken kriegen wir sogar 3 Packungen für 2. Oh, das ja. Das ist also... Danke dafür. Haut wirklich, da kann man jetzt echt nicht mehr nichts sagen. Das werde ich alles gleich nach dem Video bestellen, damit ihr Schlinge jetzt nicht die ganzen Adressen alles sieht. Und dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und genauso viel Spaß gemacht, wie es uns gemacht hat. Mir hat es zwar Spaß gemacht, aber ich hoffe, dass es beim nächsten Video dieser Art etwas besser für mich ausfällt. Ihr könnt ja auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr Lust habt, dass wir das nochmal machen. Dann drückt mir bitte die Daumen, dass da was Besseres rauskommt als das jetzt. Hier blende ich euch jetzt nochmal meinen Instagram-Account ein. Da könnt ihr mir sehr, sehr gerne folgen. Vergesst natürlich nicht, mich hier kostenlos zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht tut. Und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich habe euch ganz lieb. Und lasst einen Daumen nach oben da, wenn das Video euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.
Ich hab euch lieb. Tschüss.